BVB-Talkrunde nach dem Spiel gegen den Dessau-Roßlauer HV. Die Gratulation an den Jens, die machen wir nachher. Bei uns immer der Gästetrainer zuerst im Fokus, der Georgi Sviridrenko. Georgi, die Mannschaft sehr hoffnungsvoll begonnen. Erste Halbzeit ziemlich ausgeglichen, zwar mit 2 Toren habt ihr noch die Halbzeit verloren. In der zweiten Halbzeit viel Zerfahrenheit im Spiel, teilweise bei beiden Mannschaften, nicht nur bei eurer. Woran machst du es am Ende fest, dass ihr das Ding verloren habt? Ja, erstmal guten Abend alle zusammen. Und an erster Stelle geht auch Glückwunsch an Leipziger für Sieg. Und wir haben uns vor dem Spiel richtig viel vorgenommen. Das war total wichtig für uns, dass wir in die Saison mit einem Sieg starten. Aber wie wir das gesehen haben, in der ersten Halbzeit war für uns richtig schwer, gegen Offensive zu kämpfen. Wir wussten schon, dass das was Besonderes kommt, und darauf habe ich auch Mannschaft angesprochen, dass wir eventuell mit Manndeckung rechnen müssen. Und Kleinigkeiten haben wir auch vorbereitet, und einiges hat auch in der ersten Halbzeit geklappt. Aber wir liefen immer hinterher und konnten nicht richtig absetzen, sondern reinkommen, weil unsere Abwehrreihe stand nicht kompakt genug, um ein paar Bälle zu gewinnen und vielleicht aus der zweiten Welle ein paar leichte Tore zu schießen. Das war unser Manko in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir Chance gehabt, vielleicht ein Torchen absetzen, aber wir haben da ein paar hochprozentige verworfen, frei vor dem Tor, da muss Ball einfach ins Tor gehen. Ging leider nicht, und am Ende sind wir zu hektisch geworden, und dadurch haben auch ein paar leichte technische Fehler gemacht, vielleicht auch leichtsinnig aufs Tor geworfen, und dadurch kam es zum Endergebnis. Viele Technikfehler in der Geschichte mit drin gewesen, ne? Ja, wie gesagt, also technische Fehler waren von beiden Seiten, aber wie gesagt, wir haben ein paar Stück mehr gemacht, entscheidende Phasen, wo es so bei einem oder unentschieden stand, und das war natürlich für uns deutlich. Georgi, ihr habt den Jakob Fritsch zuerst Mann genommen, also ihr habt ja eigentlich mit der Manndeckung angefangen dann. Ne? Die LVB hat diese sehr offensive Deckungsvariante, was ich selten gesehen habe, es war ja fast ein 3-3, dann kommen wir noch dazu beim Jens, habe ich bei der LVB selten gesehen. Wart ihr davon etwas überrascht, von dieser sehr offensiven Deckung? Meinst du von unserer Deckung oder von... Eher von der Leipziger offensiven Deckung. Ja, also das haben wir schon gehabt. Wir haben beim Turnier Champions Cup gegen die dänische Mannschaft so eine Variante gehabt. Und davon haben wir auch ein bisschen gelernt, muss ich sagen, und einiges vorbereitet. Aber heute hat es an anderen Sachen gelegen. Wie gesagt, unser Abwehrreihe stand nicht kompakt genug, nicht aggressiv genug. Das alles, was vor dem Spiel mehrmals wiederholt wurde, angesprochen wurde, haben wir heute in Abwehrreihe nicht umgesetzt. Kam es mir bloß so vor, oder war die Körpersprache der Mannschaft nicht ganz eindeutig, nicht eindeutig auf Sieg? Mir kam es etwas vor, als wäre eine leichte Blockade dann. So die letzten 20 Minuten war da nicht mehr so dieses Feuer drin. Das habe ich auch von Anfang an gesehen, dass zu wenig war, um solches Spiel zu gewinnen. Und ich habe versucht, die Mannschaft also hoch zu pushen, noch mehr zu motivieren, weil, wie gesagt, wir wussten schon, dass junge Leipziger laufen uns dort, also machen Druck das, was mit Laufen zu tun hat, versuchen sie uns fertig machen, und das ist teilweise auch gelungen. Und bei uns, wie du schon gesagt hast, fehlte vielleicht so dieser letzte Kick von Körpersprache, Aggressivität, was man nach draußen zeigt, um solche Spiele zu bestreiten und am Ende zu gewinnen. Danke, Georgi. Wir kommen nochmal zu dir. Jens, herzlichen Glückwunsch erstmal an dich. Erstes Heimspiel, erster Sieg, 21-27, neue Mannschaft, viele neue Leute. Jeder hat es nur gesehen, was hier an Zug und Abgang da ist und kam. Mein Mikro macht ein bisschen Schwan. So, wie schätzt du es ein? Hochjubelnd oder mit deinem dir üblichen sehr konkreten und klaren Blick?
Ja, ich kann eigentlich nur der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Das, was wir versucht haben, zu trainieren haben, haben wir 50, 55 Minuten wirklich wunderbar umgesetzt. Die Woche hat schon, ich sag's mal auf Deutsch, beschissen angefangen, indem in unserem letzten Trainingsspiel Sascha Meiner noch umknickt. Mein Linksaußen fehlt, er hat es heute versucht, man hätte es vielleicht lieber sein lassen sollen, aber scheißegal. Dann Oliver Wendland für meine 6-0, ich wollte eigentlich mit 6-0 abfangen, der fängt Donnerstag ins Krankenhaus wegen Magenvirus, ist immer noch im Krankenhaus. Und da steht man natürlich auf einmal da, man hat gute Vorbereitungsspiele gemacht, man hat sehr gut gearbeitet und das, was man sich vornimmt, ist natürlich gleich im ersten Spiel komplett über den Haufen geworfen worden. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dann gesagt, okay, 6-0 können wir nicht spielen, dann bleibt uns nur noch eins, raustreten, einfach die Werfer vom Tor weghalten. Das hat 40, 45 Minuten sehr gut funktioniert, dann hat sich Dessau immer besser darauf eingestellt, sie haben einfach zu viele leichte Tore nachher gemacht. Dann kommt ein Spieler zu mir und sagt, Mensch, lass mal 6-0 spielen. Da habe ich gesagt, okay, wenn ihr das wollt, dann gehen wir mal auf 6-0 zurück. Ich glaube, es war auch nachher die richtige Entscheidung. Ja, wir sind natürlich überglücklich, muss man ganz klar sagen, dass wir Dessau hier geschlagen haben. Ich glaube nicht, dass viele das zugetraut hätten. Viele hätten auch nicht gedacht in dieser Höhe. Aber umso stolzer bin ich natürlich auf die Mannschaft, dass es geklappt hat. Jakob Fritsch. Jakob Fritsch, 8 Tore. Christoph Zart, 8 Tore. Was haben wir noch? Jan Höhne, 6. Sascha Meiner, 1. Tommy Silampe, 2. Ja, so hat es sich ungefähr dargestellt. Wie gesagt, als ich gehört hatte vor dem Spiel, dass Olli nicht dabei sein wird, bei mir ging auch das Flattern leicht los. Ich sag, wir waren nur eingespielt auf diesen Abwehrrecken und auf diesen eigentlich mehr im Angriff sehr dominierenden Spieler Oliver Wendland. Aber am Ende muss ich sagen, wir sind auf allen Positionen doppelt gut besetzt. Es hat gereicht, oder? Ja, natürlich ist man froh, wenn man das Spiel gewinnt. Und klar war es auch für uns ein ganz großer Akt, dass jeder seine 2, 3, 5 Minuten Pause kriegt. Und das war nicht einfach, weil du hast ja die Möglichkeiten, wir hatten glaube ich nur 9 Feldspieler heute, und dass jeder zu seinen Einsatzzeiten kommt. Ich weiß noch in der Vorbereitungszeit, wo dann jeder Spieler geguckt hat, man, warum spiele ich heute bis 5 Minuten, warum muss der 10 Minuten spielen. Und heute haben sie gesagt, scheiße, dass keine Leute mehr da sind zum Wechseln. So ist es nun mal, in der Vorbereitung sind wir mit 16 Mann gestartet. Jetzt sieht es so aus, dass wir mit 1, 2 Spielern noch ersetzen müssen. Aber ich glaube nicht, dass uns hier in der Halle mit den Fans, mit der Stimmung, dass wir einige schlagen können. Das haben wir heute gezeigt und wir müssen einfach nur nach vorne gehen. Und wenn uns 2 Spieler wieder zur Verfügung stehen, ich hoffe, dass es dann für die anderen wieder etwas leichter wird. Ich meine, es hat man im Vorjahr zu der gleichen Zeit, saßen wir hier, haben genau die gleichen Probleme gehabt, haben Spieler gefehlt. Diesmal der Georg hat gefehlt, eigentlich in letzter Zeit eine Torfabrik und der Oliver Wendler haben gefehlt und trotzdem haben wir es gerissen. Ich meine, also sind die Jungs richtig geil und toll motiviert ins Spiel gegangen und in die Saison. Ja, jetzt muss ich Aue fürchten, oder? Ich denke erstmal an Aschersleben, das wird nicht einfach dort zu spielen. Ich hoffe, dass wir dann mit Olli und mit Sascha wieder 2 Spieler zurückbekommen. Und wenn wir Aschersleben dort gespielt haben, egal was rauskommt, dann werden wir uns erst mit Aue beschäftigen. Genau, das denke ich auch. Georgi, eure nächsten Gegner, wen habt ihr als nächstes auf der Platte? Ja, erstmal haben wir uns selber am Montag. Ja. Im Training, ist ja, klar. Und dann am Wochenende. Ja, damit müssen wir erstmal uns konfrontieren, ja, was wir heute abgespielt haben. Und das ist notwendig, um zur Ursache zu finden für so eine Einstellung und Auftritten. Aber am Sonntag haben wir Aue zu Hause. Ihr habt Aue zu Hause. Georgi, ich wünsche euch sehr viel Glück für das Spiel gegen Aue, dass du die Mannschaft bis dahin wieder motiviert bekommst und dass es für euch aufwärts geht. Ich meine, es ist ein Spiel, es ist das erste Spiel von 30. Und ich denke mal, ist noch lang. Ja, wenn man Saison mit so einem Spiel anfängt, dann Glückwünsche. Ja, ist richtig. Anfangen darf es normalerweise nicht so. Aber wie gesagt, es kann nur einer gewinnen, es hätte ein Unentschieden. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, auch zu den Fans habe ich gesagt, selbst wenn unsere Mannschaft heute mit einem Tor verloren hätte, hätte ich trotzdem gesagt, ganz große Leistung, ganz toll, sie haben gekämpft, sie waren alle da. Das wäre mir egal gewesen, ob es heute so ausgeht oder so. Trotzdem, ich wünsche euch viel Glück im Spiel gegen Aue. Ich wünsche euch bei solchen Fans, die ihr habt, die ihr mitgebracht habt, die hier gezeigt haben, dass sie so fest hinter euch stehen. Lasst euch von den Fans mittragen, lasst euch diesen Willen, den sie hier gezeigt haben, mit in die Mannschaft tragen und dann kann es gegen Aue auch nicht schief gehen. Wegen Fans hast du richtig recht. Also, wir müssen auch bei unseren Fans bedanken, dass sie uns hier unterstützt haben. Georgi, recht schönen Dank, dass ihr da wart.
Jens. So, LVB-Talkrunde nach dem Spiel gegen den Dessau-Roßlauer HV. Wir sehen uns wieder im Spiel gegen den EHV Aue am 18.09. Dankeschön und tschüss.